Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Täglich grüßt der Hundetrainer. In der heutigen Folge wollen wir mal über etwas sprechen, das in der letzten Zeit in den Medien wieder aufkocht. Und zwar geht es um einen Disput oder Konflikt zwischen zwei Personen, die in Bezug auf Tiere in den Medien bekannt sind. Und das ist ein Thema, das alle Tierfreunde, Tierhalter und vor allem Hundehalter und auch zukünftige Hundehalter interessieren sollte. Heute geht es mal um die Auseinandersetzung zwischen Martin Rütter und Norbert Zajac von Zoo Zajac. Ich werde euch erklären, was da passiert, worum es überhaupt geht, wie die Informationen im Hintergrund sind und was ich davon halte. Los geht's. Es ist jetzt 2-3 Tage her zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass Martin Rütter zu dieser Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen ein Post bei Facebook gemacht hat. Den verlinken wir euch auch unten. Wir werden euch auch alle Quellen, die wir zu diesem Video herangezogen haben, unten in eine Liste packen und ihr findet dann alle Links und könnt euch auch mal selbst ein Bild davon machen und selbst nachlesen. Bevor wir jetzt aber auf den aktuellen Post von Martin Rütter eingehen, der ja vor 2-3 Tagen, wie gerade gesagt, hochgekommen ist und uns das Problem anschauen, müssen wir uns erstmal angucken, wer ist überhaupt involviert. Wir werden also erstmal gucken, wer ist Martin Rütter. Ich glaube, das geht relativ schnell für alle Hundehalter und Hundebesitzer, die hier zugucken. Aber wer ist überhaupt Norbert Zajac und was steckt dahinter? Das heißt, damit fangen wir an. Dann gucken wir uns an, was ist passiert, worum geht's. Und dann möchte ich euch meine Meinung dazu präsentieren. Lass uns loslegen. Zuallererst klären wir, wer ist Martin Rütter. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Ne? Martin Rütter ist der, ich sage jetzt einfach Martin, der Einfachheit halber, weil er ist ja auch in der Gegend und unter Hundeleuten duzt man sich in der Regel. Und wir haben uns auch mal unterhalten, denn was die meisten nicht wissen, ich habe tatsächlich am Anfang überlegt, ob ich auch bei ihm eine Ausbildung mache und habe mich dann aber dagegen entschieden und habe eine Ausbildung woanders gemacht. Hatte mit ihm da auch mal ein Gespräch geführt nach so einem Infotag und habe danach auch ein paar Mal mit seinem Team hin und her geschrieben, weil es dann darum ging, ob ich bei denen nicht vielleicht eine andere Funktion übernehme und da in die Ausbildung mit einsteige und so weiter und so fort. Also ich hatte da so ein paar Mal mehr Kontakt. Und Martin Rütter ist nicht nur der bekannteste Fernsehhundetrainer und hat vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so im Fernsehen angefangen und hat sich seitdem natürlich auch unfassbar entwickelt, da ist sehr, sehr viel passiert. Es sind auch noch andere Dinge, die zu Martin Rütter wichtig sind, zu verstehen für die Sachlage. Auf der einen Seite ist Martin Rütter nicht nur, und das ist ganz, ganz deutlich, Hundefreund und generell Tierfreund, aber steht natürlich auch für viele Hundethemen ein mit seinen Aussagen. Er ist auf der anderen Seite, und das gibt er selbst für sich zu, auch ein Geschäftsmann. Er hat auf dieser Infoveranstaltung, in der es um seine Ausbildung ging, hat er gesagt, er steht auf zwei Sachen oder er liebt zwei Sachen. Und das eine sind Hunde und das andere ist Geld. Und diese beiden Dinge hat er verbunden. Also bitte, das möchte ich klarstellen, Martin Rütter ist nicht nur ein renommierter und bekannter Fernsehhundetrainer, er ist auch ein Geschäftsmann. Das ist wichtig im Verlauf der Entwicklung dieser ganzen Geschichte, die jetzt gleich aufkommt. Als nächstes gucken wir uns an, wer ist Norbert Zajac oder Zoo Zajac? Bei der Zoo Zajac GmbH, geleitet von Norbert Zajac, handelt es sich um den nach eigenen Aussagen weltweit größten Tierbedarfshandel. Das ist in Duisburg eine riesengroße Lagerhalle mit knapp 12.000 Quadratmetern. Also ihr könnt euch das vorstellen wie ein Fußballplatz, und zwar wie ein Profifußballplatz, zum Beispiel im Fußballstadion, nur noch größer. 12.000 Quadratmeter ist eine riesengroße Fläche und auf dieser Fläche wird alles verkauft von Zubehör von kleinsten Tier, das ihr euch vorstellen könnt, sag mal Zwerghamster, bis hoch zu Hunden auch und Hundezubehör, ebenso wie Reptilien, Fische und so weiter und so fort. Also neben den, ich sag mal, Zusatzartikeln und Tierbedarfsartikeln wird bei Zoo Zajac auch eine Großzahl von Tieren verkauft. Und zwar nicht wenige.
Zozayac ist ein riesengroßes wirtschaftliches Unternehmen und die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, sind so zwischen 15 bis 17 Millionen Umsatz im Jahr. Ihr könnt euch dieses Etablissement aber nicht vorstellen wie den kleinen Zooladen um die Ecke, den ihr habt. Sei es Zoo & Co., Futterhaus und wie sie nicht alle heißen. Das ist eine ganz andere Liga. Zozayac, die verkaufen, ich glaube, ich müsste jetzt, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, aber die verkaufen mehrere tausend Tiere im Jahr. Die haben einen Angestelltenpool, der unfassbar groß ist. Da kommen wir gleich auch noch dazu. Und die stellen nicht nur, ich sag mal, Verkäufer ein, sondern auch Fachleute, Tierärzte und so weiter. Und nichtsdestotrotz ist das aber ein Geschäft. Ein wirklich großes, großes, lukratives Geschäft. Und der Laden an sich vor Ort ist jetzt nicht als, oder verstehen viele Menschen nicht als Laden oder Geschäft an sich, um da reinzugehen, um was zu kaufen, sondern das ist mehr oder weniger fast schon eine Art Freizeitattraktion. Es gibt da Leute, die gehen da nur hin, um Tiere zu gucken, Tiere zu streicheln und einfach mal da gewesen zu sein. Weil das Ding eben so riesig ist, also Zozayac an sich, sprengt das alles, was wir so als Tierhandel, Tierbedarfshandel oder wie auch immer wir das nennen wollen, verstehen würden. Für mich, und das sieht man auch in vielen in vielen Artikeln wird das tatsächlich so auch genannt. Für mich ist das fast eine Art Freizeitpark, Freizeitattraktion. So sehen das auch viele Leute. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was ist da überhaupt passiert. So, das sind jetzt die beiden Spieler, die wir erstmal definiert haben. Auf der einen Seite also Martin Rütter und auf der anderen Seite Norbert Zajac für die Zozayac GmbH. Bevor wir uns jetzt anschauen wollen, was überhaupt passiert ist und wie es zu dem Disput, zu dem Beef zwischen den beiden gekommen ist und was das Thema ist, müssen wir ganz kurz abdriften und auf eine rechtliche Geschichte und auf eine Voraussetzung eingehen, die sehr, sehr wichtig ist zu wissen, damit wir das Ganze auch ins rechte Licht für uns rücken können und bewerten können. In diesem Bereich wollen wir jetzt mal darauf eingehen, wie es dazu gekommen ist, dass die Zozayac GmbH Hunde bzw. Hundewelpen verkauft und wie da die rechtlichen Rahmenbedingungen aussehen und welche weiteren Informationen wichtig sind, um das Ganze für uns bewerten zu können. Zuallererst mal gab es noch in den, ich glaube, 80er Jahren konnte man tatsächlich Hundewelpen noch im Versandhaus bestellen. Bei Otto im Katalog gab es Welpen, die hast dann zugeschickt gekriegt. Das Ganze ist mit der Cockerwut dann ein großes Thema geworden. An den Verkauf und die Haltung vor Ort von Hunden ist eine relativ hohe Hürde gekoppelt. Das ist nicht ganz so einfach wie jetzt, sage ich mal, Kaninchen oder Hamster oder Vögel zu halten. Dafür gibt es deutlich einfachere Auflagen. De facto ist es so, dass man für Hunde dann einen Auslauf braucht, man braucht viel Fläche und das können kleine Läden oftmals gar nicht leisten. Das ist zumindest so die rechtliche Grundlage, zu der man auch entsprechende Daten findet. Man hört aber auch immer wieder die Aussage, dass die Tierbedarfshändler Deutschlands sich selbst auferlegt haben, gewisse Tiere aufgrund ihrer sozialen Strukturen und aufgrund ihres Hintergrundes nicht zu verkaufen. Dazu gehören Katzen und Hunde. Und alles drunter ist für die in Ordnung, in Anführungsstrichen. Ich glaube, dass hier die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Sicherlich gibt es höhere Anforderungen an die Hundehaltung und an den Hundeverkauf. Und das wird für viele gar nicht möglich sein, also für viele kleinere Läden gar nicht möglich sein, das zu erfüllen. Aber ich glaube auch, dass man aus der Geschichte rund um Zooversandhandel und weiß der Geier nicht was, gelernt hat und gesagt hat, das ist einfach nicht smart, diese Tiere anzubieten. Ich kann mich daran erinnern, dass vor, wie alt war ich da, 16? Ja, 16, das heißt 25 Jahre her, knapp, dass zu dieser Zeit in einem großen Einkaufszentrum in der Nähe von Köln tatsächlich noch Tiere ausgestellt wurden, mitten im Einkaufszentrum. Und da hat man über die Zeit festgestellt, dass den Tieren nicht gut ging und irgendwann waren die dann weg. Dann gab es immer noch diese Volieren, Vögel und Kaninchen und tralala, aber ne, also dafür war es aufbereitet, aber die Tiere waren nicht mehr da. Damals war die Welt noch anders. Und mittlerweile ist man aber der Meinung, dass das Tierwohl da deutlich mehr wiegt, als dass Kinder einen Hasen sehen dürfen, während sie mit Eltern einkaufen sind. Und das ist auch richtig so. Das heißt, dieses Hintergrundwissen brauchen wir, um beurteilen zu können, warum die allermeisten Tierbedarfshändler gar keine Katzen und Hunde anbieten. Laut eigenen Aussagen, ich kann es nicht verifizieren, weil ich keinen anderen gefunden habe, aber ich habe auch nicht ewig gesucht, laut eigenen Aussagen ist Zozayac der einzige
der Hundewelpen anbietet. Das Video verlinken wir euch unten, dann könnt ihr das auch sehen. Und er geht mit diesen Informationen relativ ehrlich und offen um. Er sagt, weil die anderen die Auflagen nicht erfüllen können. Während die anderen Händler halt sagen, nee, wir machen das der Tiere zuliebe. Ne? Das Wohl des Tieres zuliebe. Katzen und Hunde nicht anzubieten. Ich denke, darauf einigen wir uns einfach mal. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Das ist als Grundlage aber wichtig für das, was jetzt kommt. Jetzt beschäftigen wir uns nämlich mit dem tatsächlichen Beef, mit der tatsächlichen Auseinandersetzung. So, bevor wir jetzt an den eigentlichen Kern dieses Videos kommen, also an den Disput und an die Bewertung des Ganzen, möchte ich noch einmal eine Sache vorwegschieben, die aber mit dem Disput an sich zu tun hat. Laut eigenen Aussagen hat Martin Rütter in dem Gelände, auf dem Gelände, in dem Laden von Zoo Zajac schon länger Hausverbot. Und offensichtlich, und das, diese Aussagen findet man von beiden, die sind ja beide, ich sag mal, in den Medien präsent, diese Menschen, findet man von beiden die Aussage, dass sie eigentlich nur über die Anwälte miteinander kommunizieren. Und das wird für gleich auch noch wichtig. Jetzt ist Folgendes passiert. Vor einiger Zeit hat Martin Rütter ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein Interview oder eine Talkshow war, aber Martin Rütter hat öffentlich gesagt, und dazu steht er auch, dass man in solchen Läden wie Zoo Zajac bloß keine Welpen kaufen sollte, weil er die Haltung der Welpen dort für bedenklich hält und, ich umschreibe das jetzt mit meinen Worten, und das einfach in seinen Worten großer Käse ist. Daraufhin war natürlich Zoo Zajac bzw. Norbert Zajac jetzt nicht unbedingt happy über das Ganze und hat ihm eine Unterlassungserklärung zugeschickt. In dieser Unterlassungserklärung geht es dann darum, dass von Martin Rütter verlangt wird, das zu unterschreiben und in Zukunft diese Aussage, liebe Leute, ich weise darauf hin, dass ihr in solchen Läden die Hunde nicht kaufen solltet, wie auch immer, jetzt mein Wortlaut, nicht mehr tätigen darf, und wenn er diese Aussage tätigt, würde ein Strafgeld von 5.001 Euro auf ihn warten und so weiter und so fort. Ihr findet den gesamten Wortlaut in Martin Rütters Facebook- und Instagram-Post, den wir euch auch unten verlinkt haben. Und die Begründung für dieses Anwaltsschreiben, für diese Unterlassungserklärung ist, dass es ja einen Wettbewerb zwischen den beiden gibt. So. Das ist jetzt erstmal so der Sachstand. Von seinen Fans ist Martin auch darauf hingewiesen worden, offensichtlich, auch das erklärt er in dem Video, dass in diesem Geschäft unter anderem auch seine Bücher verkauft werden. Und das ist jetzt etwas, das Martin Rütter verurteilt. Auf der einen Seite ist, in Anführungsstrichen, ich zitiere das jetzt oder fasse das in meinen Worten zusammen, ist Norbert Zajac für Martin zwar bereit genug, seine Bücher irgendwo im Großhandel zu kaufen und dann weiter zu verkaufen und mal Geld zu verdienen, gibt ihm aber selbst Hausarrest oder Hausverbot und handelt weiterhin auf, aus Martins Sicht, nicht so schöne Art und Weise mit den Welpen. So. Das ist also die Beleuchtung der einen Situation. Jetzt kommen wir auf die andere Seite. Jetzt wollen wir uns aber auch mal anschauen, was Norbert Zajac so ein bisschen davon preisgibt. Es gibt einen YouTube-Kanal über die ganze Welt von Norbert Zajac, also diesen Zoohandel. Da geht es natürlich vom Reptil über Fische und Vögel bis hin zu Katzen und Hunden über alle Tiere in manchen Folgen. Aber unter anderem auch gibt es da einige Folgen, die sich um Hunde drehen. Und es gab Berichte noch und nöcher. Und in einer dieser Folgen, die verlinke ich euch auch unten, erklärt Norbert Zajac mal, welchen Aufwand die da betreiben, damit es den Tieren gesundheitlich gut geht, und stellt das Ganze so ein bisschen in ein rechtes Licht. Da geht es jetzt nicht speziell um die Auseinandersetzung zwischen Martin Rütter, aber ich glaube, wenn wir die Situation bewerten wollen, müssen wir so fair sein und beide Ansichten und beide Seiten versuchen zu verstehen. Ich kann euch also nur raten, schaut euch das Video mal an, denn was so die Hygiene und die Machart und den Aufwand der Hundehaltung da angeht, kann der Mann sich nicht verstecken. Wir kommen gleich dazu, dass ich das Ganze auch noch aus meiner Sicht bewerten will, wer von den beiden da in meinen Augen recht hat oder eben nicht. Aber in diesem Video erklärt er unter anderem die unterschiedlichen Räumlichkeiten, die haben, dass sie eine Quarantänestation haben, dass die dann Welpenzimmer haben und es gibt Abstand zwischen den Welpen und den Menschen, dass die dann nicht an die Scheibe hauen können, dass die Welpen von immer unterschiedlichen Pflegern betreut werden, dass sie ab einem gewissen Alter Gassi geführt werden. Er erklärt, wie sie dafür sorgen, dass immer frische Luft und keine Keime da drin sind. Also
muss man neutral und ehrlich betrachten, die betreiben da einen sehr großen Aufwand, um möglichst gesunde Welpen zu haben. Bezugsquellen der Hunde, die Züchter, wie er sie nennt, werden vorher begutachtet. Die Tiere werden von Tierärzten begutachtet. Er selbst beschäftigt nicht nur Tierpfleger, sondern auch Hundetrainer. Da kommen wir gleich auch noch ganz kurz dazu. Und eigene Tierärzte, die haben eine eigene Klinik und so weiter und so fort. Das Video geht knapp eine halbe Stunde und man bekommt viele, viele Eindrücke. Und wir haben euch noch ein paar andere Videos verlinkt, die auch ums Thema Hunde bei Norbert Zeyer gehen. So, man kann also hier einfach mal ganz nüchtern betrachten, das, was die da an Aufwand betreiben für die Hundehaltung, ist wahrscheinlich mit wirklich guten Tierheimen vergleichbar oder sogar besser und dürfte den Aufwand, die Kosten und Mühen des durchschnittlichen Züchters auch übersteigen. Das ist jetzt meine Meinung, das sage ich einfach so. Es gibt sicherlich Züchter, die einen riesengroßen Aufwand betreiben und eine ähnliche Struktur haben, vielleicht nicht in der Größe, aber ich würde mal sagen, der normale kleinere Züchter wird nicht so viel Aufwand haben mit Tier desinfizieren und eigene Tierpfleger und so. Und machen wir es einfach mal ganz einfach. Ich glaube, die versuchen da bei diesem Laden Zoo Zayak schon das Beste, damit es den Hunden da gut geht. So, das jetzt erstmal nüchtern betrachtet. Und jetzt kommen wir einfach mal zu der Bewertung einiger Aussagen, die in diesen beiden Teilen, also sowohl von Martin Rütter als auch von Norbert Zeyer, in den Videos und Quellen aufgetreten sind. Jetzt bewerte ich also mal die Dinge, die beiden da gesagt haben. Und am Ende schließe ich mal ein Fazit und sage, in Anführungsstrichen, auf wessen Seite ich bin oder wie ich das sehe. Gehen wir als erstmal auf Norbert Zeyer ein. In diesem Video und in einigen anderen Videos auch, sieht man ihn unter anderem mit den Welpen da stehen. Man sieht die Preise im Hintergrund, man sieht das Verhalten der Welpen und man sieht auch, dass der ein oder andere da vor der Kamera Angst hat. Das ist jetzt erstmal alles nichts Schlimmes. Die meisten Welpen hätten Angst, wenn einer mit so einer Kamera kommt und würden vielleicht mal bellen. Ist auch nicht so tragisch. Aber man muss zwei oder drei Dinge in diesem Video wirklich, wirklich beachten und bedenken. Erstens, Norbert Zeyer redet immer von Züchtern. So, und jetzt wird's kritisch, denn offizielle vom VDH zugelassene Züchter haben vom VDH ein Verbot bekommen, Norbert Zeyer Welpen zu verkaufen, damit er die dann weiterverkaufen kann. Das heißt, ein seriöser Züchter darf eigentlich diese Welpen nicht an Norbert Zeyer abgeben. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Der zweite Punkt ist, dass er dort zwar von Züchtern spricht, aber gleichzeitig auch direkt vor einem Hundegehege steht mit Mischlingswelpen. Und zwar sind das, was hat er gesagt, ich glaube Yorkshire Terrier Shih Tzu Mischlinge. Das ist jetzt erstmal nicht so tragisch und nicht so schlimm, denn die Mischung zweier Hunderassen kann viele Vorteile mitbringen. Dazu haben wir mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch auch unten, ob Mischlinge gesünder sind als Rassehunde und so weiter und so fort. Dafür hatten wir einige Quellen. Aber ein eingetragener, offizieller, seriöser Züchter, züchtet in der Regel keine Mischlingswelpen. Das heißt, es drängt sich hier der Verdacht auf, den man natürlich nicht bestätigen kann, dass das Ganze eher so ein bisschen mauschelig ist, dass das keine seriösen und anerkannten Züchter sind. Es würde einfach kein Yorkie-Züchter und auch kein Shih Tzu-Züchter sagen, wir mischen die. Es kann sein, dass es gewisse Züchter gibt, die sagen, die Rasse ist nicht so gesund, lass doch mal wieder gesund und Mischungen machen. Man sieht das zum Beispiel beim Mops, dass andere Hunderassen wieder eingezüchtet werden, um eine längere Nase zu kriegen. Bei der französischen Bulldogge wird das versucht. Beagle und Pagel ist da so eine Geschichte. Also es gibt diesen Trend, andere Hunderassen oder eine zweite Hunderasse wieder einzukreuzen, um wieder einen gesunden Hundestamm zu kreieren. Aber ein seriöser Züchter würde seine Welpen nicht als Mischlingswelpen anbieten, bin ich fest davon überzeugt, und würde sie wahrscheinlich auch nicht in diesem Alter in ein solches Etablissement verkaufen. Weil, jetzt kommt nämlich der große Punkt, gerade jetzt könnten ja die meisten Hunde locker vermittelt werden. Der Boom zu Corona ist immens und auch da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber jemand, der züchtet aus oder mit dem Fokus auf das Tier zu achten, und dass das Tierwohl im Vordergrund ist, dass es da um die Tiere geht und nicht um das reine Geld verdienen, der würde seine Hunde nicht in ein solches Umfeld vermitteln, um sie da
3 Wochen zwischenzuparken, weniger Geld dafür zu kriegen und sie dann weiter verkaufen zu lassen. Denn im Moment kann man Hunde problemlos verkaufen. Die Problematik hier, und das sieht man auch in dem Video, in dem Norbert Zajac über seine Hunde redet, ist, dass in diesem Etablissement, in diesem Zoo Zajac, in diesem Lagerhaus, in Anführungsstrichen, eine unfassbare Lärmbelästigung ist. Ein riesengroßer Trubel, selbst wenn die da nicht direkt an die Welpen ran können. Und auch das sieht man in Martins Video. Die werden ja ein Video nicht am vollsten und lautesten Tag gedreht haben, sondern dann, wenn es einigermaßen passt, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Und da kann man davon ausgehen, dass es noch deutlich unruhigere Tage gibt. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Martin da kritisiert. Und den müssen wir unter die Lupe nehmen. Man sieht in dem Video von Norbert Zajac, man sieht die Welpen und das sieht alles toll aus. Aber hört mal einfach nur auf die Hintergrundkulisse. Das ist unfassbar laut. Vögel schreien und kreischen und Menschen und Kinder. Und das ist ein Reizpegel, der zumindest mal bedenklich ist. Jetzt kommen wir auf Martins Aussage. Martin war undercover im Zoo Zajac, hat dort gefilmt, wie seine Bücher verkauft werden und schwenkt dann die Kamera um und man sieht da, ich glaube, 2 Ridgeback-Welpen, die in so einem kleinen Glaskasten da sitzen. Der eine sitzt ein bisschen teilnahmslos rum und der andere versucht da hochzuspringen, um irgendwie Kontakt mit den Menschen zu kriegen. Das ist jetzt erstmal nicht so tragisch. Ja, also wir wollen das mal nüchtern betrachten. Das ist jetzt erstmal nicht so tragisch, dass der eine gerade da rumsitzt, der kann auch müde gewesen sein und der andere hat irgendwie Bock auf Menschen, aber die sind da mehr oder weniger auf dem Präsentierteller. Und wenn da viel los ist, dann ist das ein unfassbarer Reizpegel für die Hunde. In einer unglaublich wichtigen Entwicklungsphase. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Kern, den Martin da bemängelt. Martin bemängelt nicht die Unterbringung oder die Hygiene, sondern die Auswirkung auf die Entwicklung und auf die Psyche des Hundes in diesem Alter in einer solchen Umgebung aufzuwachsen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen genauer hingucken und wollen uns mal anschauen, was passiert denn überhaupt, wenn man ein ungünstiges Verhältnis der Reizlage für den Welpen hat. In diesem Kapitel möchte ich das ganz kurz nur erklären. Ich habe vor einiger Zeit schon Videos gemacht und unter anderem auch ein Video, das um das Thema Deprivation ging. Das verlinken wir euch auch unten. Ich will es jetzt hier nur oberflächlich halten und es leicht erklären. Ihr könnt dann selber Quellen noch suchen oder unsere Quellen unten nutzen. Wollen wir mal auf das eine Ende der Skala eingehen. Wenn ein Hund mit wenig oder gar keinen Reizen aufwächst, führt das nachweislich ganz häufig zu extrem großen Schwierigkeiten in der Entwicklung. Man spricht da von Deprivation. In einer gewissen Entwicklungsphase, und zwar in der frühen Entwicklung, wenig bis keine Reize kennenzulernen, führt ganz oft dazu, dass Hunde an sogenannten Deprivationsschäden leiden, die dann Auswirkungen in allen möglichen Varianten haben können. Das kann sein, dass der einfach ein bisschen unruhig oder ein bisschen schüchtern ist. Das kann wirklich auch so weit gehen, dass die sich ernstzunehmend verletzen, weil die psychologisch richtig, richtig harte Probleme haben. Deprivation ist ein großes Thema. Zu wenig oder gar keine Reize ist ein großes Thema in der Entwicklung von Hunden. Das merken wir Hundetrainer jetzt in dem Corona-Boom, weil es eben so viele Kofferraumwelpen gibt, die irgendwo in einem dunklen Zimmer zur Welt gebracht werden, dann hochgepäppelt werden und dann schnell verkauft werden. Das ist ein großes Problem. Wie gesagt, schaut euch dazu das Deprivationsvideo an. Bei Zoo Zajac werden wir aber wahrscheinlich genau das Gegenteil haben. Da haben wir kein Problem mit Deprivation, denn die haben ja nicht wenig Reize. Klar sind die vielleicht mal ein bisschen isoliert, damit die zur Ruhe kommen und so, aber im Großteil des Tages werden die sehr, sehr viele und vor allem sehr ungünstige Reize haben. Und das ist psychologisch für den Hund in dieser Entwicklungsphase alles andere als gut. Was Welpen in dieser Phase lernen sollten, ist ein strukturiertes und klares Umfeld, Bezugspersonen, eine Gruppenstruktur zu bilden und vor allem Ruhe. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Hunde, die in solchen unruhigen Situationen oder in unruhigen Umgebungen aufwachsen, gravierende Probleme mit vielen Bereichen haben. Das kann da sein, dass die einfach ganz schlecht zur Ruhe kommen. Das kann eine riesengroße Trennungsangst sein, weil sie dann endlich einen Mensch gefunden haben, der sich um sie kümmert. Das können auch körperliche Krankheiten sein wie Stress schließt sich wieder auf den Magen und Magenprobleme können dann wieder andere Dinge hervorrufen und so weiter und so fort. Das kann aber auch schlicht und einfach sein, dass die aufgrund dieser unfassbar hohen Reizlage extrem reaktiv sind. Jedem Blatt wird hinterhergerannt, jeder Hund wird gleich angebellt. Die kommen dann einfach mit Reizen nicht gut klar. Gelinde gesagt, haben die nicht gut gelernt, zur Ruhe zu kommen, runterzufahren und ein normales Leben haben sie nicht kennengelernt. Denn das ist das, was wir dann später mit ihnen haben wollen. Man geht also hin und bereitet
im Bestfall den Welpen auf das vor, was später kommt. Ein normales Familienleben. Dazu gehört mal ein Garten, auch mal Besuch, andere Hunde, vielleicht mal im Auto ein bisschen unterwegs gewesen zu sein, beim Tierarzt auf dem Tisch gestanden zu haben und vieles mehr. Und ein guter, seriöser Züchter versucht, seine Hunde auch darauf vorzubereiten. Norbert Zajac versucht das auch. Der erklärt auch in seinen Videos, dass sie dann Besuchsgeschichten machen und immer unterschiedliche Leute und dann nehmen die auch die potenziellen Käufer unter die Lupe und wenn das nicht klappt, sagen die nein. Er sagt, glaube ich, jeder zweite oder dritte kriegt keinen Hund bei denen. Man muss also sagen, die versuchen da schon den richtigen Weg zu gehen. Allerdings, was Norbert Zajac nicht beurteilt hat und auch, glaube ich, nicht beurteilen kann, denn er verrät sich in seinem Video selbst, ist, welche Auswirkungen ein solches Umfeld auf ein soziales Lebewesen wie den Hund hat. Norbert Zajac wird in dem einen Video gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen dem Züchter und uns? Und seine Aussage ist, ja, der Züchter hat halt nur eine Hunderasse und davon hat er dann auch viel Ahnung oder mehr Ahnung als wir, aber wir haben halt die Auswahl. So, und in dem ganzen Video sieht man im Hintergrund Welpen. Und das sind alles kleine Hunderassen. Das sind alles Hunderassen, die schnell weggehen. Das sind Chihuahuas, das sind Terrier-Mixer, das sind die Shih Tzus, die wir eben hatten und so weiter und so fort. Das sind Ridgebacks. Das sind Hunderassen, die potenziell gut verkauft werden. Der wird sich wahrscheinlich keine Rottweiler-Welpen da reinsetzen. Oder seltener Rottweiler-Welpen als Shih Tzu-Welpen. Weil Norbert Zajac ist eins, das muss man knallhart sagen, ein unfassbarer Geschäftsmann. Dem geht es ums Geld verdienen. Das ist sicherlich auch kein Tierhasser und irgendwo auch ein Tierfreund, denn er arbeitet ja mit Tieren und letztlich ist das sein Metier. Aber wenn man sich über Norbert Zajac mal ein bisschen informiert, kommt heraus, was der Fokus ist, nämlich das Geld und nicht das Tier an sich. Ich habe in irgendeiner Quelle, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, unten verlinke ich ja alle, habe ich gefunden, dass Norbert Zajac schon mit 14 angefangen hat, richtig Geld mit Tieren zu verdienen. Und zwar, indem er passend zu Weihnachten in seiner Umgebung, wo er aufgewachsen ist, dann Tiere aufgekauft hat, alle in Anführungsstrichen Konkurrenten leer gekauft hat, sich mehr oder weniger ein Monopol auf Wellensittich geschaffen hat und dann angefangen hat, die tatsächlich sogar zu Weihnachten entsprechend brüten zu lassen, dass sie zur richtigen Zeit dann Nachwuchs haben. Und dann hat er die Tiere in Anführungsstrichen verkauft. Das heißt, dieser Mann hatte schon in früher Kindheit ein Gespür für Geschäft, für Geschäftssinn. Und auf der anderen Seite steht Martin Rütter, der auch ein richtig harter Geschäftsmann ist, kann ich euch verraten. Ich war auf den Informationsveranstaltungen, der macht das nicht für lau, was er tut und der weiß, was er tut. Aber ich glaube, dass der Fokus bei Martin viel expliziter auf den Hund ist, auf den Hund an sich als Tier. Martin wird eher sagen, nee, das mache ich nicht, weil das nicht gut für das Tier, als es Norbert Zajac machen würde. Das ist jetzt meine Einschätzung und Meinung. Und Norbert Zajac hat sich ja in dem einen Video auch selbst in Anführungsstrichen verraten. Jetzt sind wir also an dem Punkt, an dem wir sind. Und es kommt in die Medien. Und es wird medial ein bisschen präsenter. Und Martin Rütter postet es auf seinem Instagram- und Facebook-Profil, hat viele Follower. Norbert Zajac schreibt da über die Anwälte. Und auch er wird vielleicht hier und da auf seinen Profilen, ich habe nicht alle durchgeguckt, was dazu sagen und schreiben. Und jetzt passiert eins und das ist sehr, sehr wichtig und das ist der Grund, warum ich dieses Video mache. Es passiert eins. Es kommt endlich mal in die Medien, hoffe ich zumindest, welche Fehlassoziationen bei uns Menschen für manche Tiere gelten. Mittlerweile Zoos zum Beispiel. Zoos sind ein gutes Beispiel. Zoos haben sich unfassbar geändert von noch vor 20 Jahren zu jetzt. Und trotzdem ist ein Großteil der Menschen immer noch der Meinung, dass eine Zoohaltung von Tieren nicht gut ist. Und der Meinung bin ich auch. Ein Eisbär hat im Zoo nichts verloren. Der gehört in die Arktis. Wir wissen aber auch, wenn die alle in der Arktis wären, wären sie vielleicht schon ausgestorben. Und das ist alles nicht so einfach. Und vielleicht sind das auch Tiere, die irgendwo gerettet wurden und die müssen ja irgendwo leben und so weiter und so fort. Trotzdem sieht man in vielen Zoos, wenn man in die Gehegen guckt, manchmal auch Tiere, von denen man zumindest das Gefühl hat, dass denen nicht gut geht. Und jetzt gehen wir mal weg von dieser großen Skala Zoo und gehen mal auf uns Menschen, auf uns Hunde oder Katzen oder Vogel- oder Fischbesitzer. Die Christine hat sich Schlangen angeschafft. Und meine Prämisse war, wenn wir uns Schlangen anschaffen, dann will ich, dass sie geil leben. Auch wenn es nur Schlangen sind. Wir hatten früher Wellensittiche. Und wenn man jetzt in den Zooladen geht, dann könnt ihr in den kleinsten Zooladen gehen, da sitzen in so einer Voliere von, lass es 2-3 Quadratmeter oder Kubikmeter sein, sitzen da 5, 6, 10 Vögel. Und die können gerade mal von einem, so groß wie mein Auto, von einer Seite zur anderen fliegen. Das ist für mich kein gutes Leben für ein Tier.
meine Vögel, meine Wellensittiche, wir hatten eine 1x1 Quadratmeter große, ne, hohe Voliere, die du rollen konntest, die war immer auf, die konnten hinfliegen, wo sie wollten. Ja, muss ich halt Scheiße von der Wand kratzen, ist halt so. Aber ich halte mir doch nicht ein Tier, um das so einzusperren. Das ist, als würde ich in meinem Wohnzimmer leben. Und das ist nicht gesund auf Dauer. Das ist körperlich und auch psychisch nicht gesund. Und wenn ich jetzt noch in meinem Wohnzimmer leben würde, und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, wenn ich jetzt noch in meinem Wohnzimmer leben würde, vor der Tür laufen die ganze Zeit Leute vorbei, gaffen da rein und raus und interagieren mit mir, mal gut, mal nicht gut, hämmern an die Scheibe, schreien, fallen, heulen und die ganze Zeit ist da Trubel und immer wieder ist im Hintergrund irgendein Heavy-Metal-Lied und tralala. Das wäre ungefähr der vergleichbare Punkt zu der Hundehaltung in einem solchen Zoo-Bedarfshandel. So, das ist, und da gebe ich Martin Rütter recht, für die Psyche nicht gut. Martin Rütter hat es als Psychoterror bezeichnet. Und das kann man tatsächlich fast genauso wörtlich unterschreiben. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Hunde, wir müssen anders anfangen. Ich habe ja eben gesagt, wir Menschen sehen die Hundehaltung falsch. Dieses Jahr, 2022, ist ein Teil des Tierschutzgesetzes mal wieder angepasst worden. Und jetzt gibt es neue Regularien für Hundehaltung. Zum Beispiel musst du jetzt eine gewisse Zeit mit dem Hund rausgehen und das ist mehr oder weniger erlaubt und ein paar Sachen sind mehr ausformuliert. Ganz gelinde gesagt, ist das, was da drin steht, ein Witz. Wirklich ein Witz. Zum Beispiel, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig on point. Zum Beispiel steht da drin, Kettenhaltung ist nicht mehr erlaubt, wenn der Hund nicht an der Laufleine ist. Das heißt, ich dürfte den nicht mit der Kette an der Wand festmachen. Das ist nicht mehr erlaubt. Das ist ja schon mal toll. Aber was erlaubt wäre, wenn zwischen der Wand und der Wand eine 5 Meter lange Leine ist oder wie auch immer lang ist und da hängt die Kette dran, sodass er ein bisschen laufen kann, dann ist es erlaubt. Sorry Leute, wir sind im 22. Jahrhundert fast. Ne? Wir haben 2022. Das ist doch keine gute Tierhaltung. Wir sind nur im 21. Jahrhundert, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das ist doch keine schöne Tierhaltung. Warum steht in dem Gesetz nicht, Kettenhaltung und Hofhaltung ist generell nicht erlaubt, es sei denn, es handelt sich um ein Arbeitstier. Also wenn es zum Beispiel Livestock Guardian Dog ist, also ein Hund, der zum Beispiel meine Herde bewacht, meine Schafherde oder meine Alpaka-Herde oder was auch immer, und der tagsüber arbeitet, dann ist der abends im Hof. So, weil der dann nicht mehr arbeitet. Für solche Hunde mag es gerne Ausnahmen geben. Oder Hunde, die beim Zoll sind oder bei der Polizei oder bei der Bundeswehr eingesetzt werden. Die haben ja andere Haltungsbedingungen. Da muss man einen Unterschied machen. Aber es gibt keinen Grund, warum Lieschen Müller ihren Hund an der Kette im Hof halten sollen dürfte. Egal, wie lange die scheiß Leine da oben ist. Das heißt, die neuen Umsetzungen des Tierschutzgesetzes oder speziell hier für Hunde sind meiner Meinung nach ein Scherz. Das ist ein Witz. Da stand schon immer drin, Hunde müssen artgerecht gehalten werden. Und jetzt steht drin, der muss einmal am Tag mindestens eine Viertelstunde rausgehen. Sorry, aber wer sich einen Hund kauft, kann sein, dass die Zeiten anders sind. Wir verlinken euch den Artikel unten und die neuen Gesetzesänderungen. Aber wer mit seinem Hund nur so und so 4 Minuten am Tag rausgeht und dafür ein Gesetz braucht, der macht das eh schon nicht. Der macht das auch durch das Gesetz nicht. Das kann ja auch keiner kontrollieren. Aber der sollte schlichtweg keinen Hund haben. Und jetzt reden wir von Hundehaltern im kleinen Bereich. Was ist denn jetzt, wenn es um das Verkaufen und das Geld verdienen mit diesem Tier geht? Und da kann mir jetzt einfach keiner sagen, dass es da noch um den richtigen Fokus geht. Und der richtige Fokus für mich ist das Wohl der Tiere. Natürlich möchte ich den Menschen vielleicht ermöglichen, sich ein Tier anzuschaffen. Aber das kann ich nicht auf Leidwesen des Tieres tun. Und Martin hat recht. Die Welpen, die in solchen Läden verkauft werden, haben mit einer deutlich größeren Wahrscheinlichkeit psychologische Probleme. Und das können richtig ernste Sachen sein. Ich habe gerade so einen Hund im Training. Die ist richtig scheiße aufgewachsen. Die war die ersten paar Wochen bei einer Familie, die gar nicht mit ihr rausgegangen ist. Da ist sie da einkassiert worden. Da war sie 4 Monate alt. Dann war die 4 Monate im Tierheim in einer unfassbar wichtigen Entwicklungsphase. War die in einem sehr schädlichen Umfeld. Die kann kaum mit Hunden umgehen. Die bellt alles an. Die ist unfassbar unruhig. Und die ist jetzt 3. Und da müssen wir jetzt 2 Jahre, 2,5 Jahre arbeiten in der Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Die Auswirkungen, die eine Unterbringung der Tiere auch nur für ein paar Wochen in so einem Umfeld haben kann, sind unfassbar groß und im Zweifel überhaupt nicht einzuschätzen. Erst recht nicht von jemandem, der offensichtlich eher Geschäftsmann als Hundemann ist. So. Und hier gibt's jetzt nur 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, wie sich das ändert, ist, indem wir Menschen sagen, mache ich nicht, unterstütze ich nicht. Und das ist das, was Martin Rütter mit seinem Aufruf versucht hat zu erreichen. Er hat gesagt, Leute, geht euch bitte nicht dort einen Hund holen. In solchen Etablissements. Damit ist jetzt nicht nur explizit Zoo Zayac gemeint, denn es gibt ganz viele andere Beispiele. Ihr braucht
ich bin in der Nähe von Köln. Fahre ich hier über die Grenze nach Belgien, Luxemburg, Holland, da gibt es ganz andere Geschichten. Da gibt es richtige Welpenfarmen. Da gehst du in so ein Haus rein, die sitzen in so einem total gefliesten, sterilen Ding und nimmst einen todkranken Welpen mit. Das ist gang und gäbe. Das ist grauenvoll. Und ich kriege die teilweise hier im Training. Es gibt aber auch hier Etablissements, die Tierschutzvereine sind, die ähnliche Konstrukte haben wie zur Zajag. Man muss also nicht sagen, der Tierhandel, der Tierbedarfshandel, dieser Laden ist das Problem, sondern das Konzept ist das Problem. Es gibt Welpenbauernhöfe oder Welpenfarmen oder wie auch immer sich schimpfen, da sind die auch in so einer Scheune, in Glaskästen und da können die Leute rein und raus und dann kannst du sagen, den will ich und so. Da ist auch ein ganzer Tag Trubel und ist nicht so sauber vielleicht wie sogar beim Zajag oder. Und die Hunde, die da rauskommen, können ernstzunehmende Probleme haben. Eine meiner Mitarbeiterinnen hat 2 Hunde aus so einem Etablissement genommen. Der eine Hund war ganz in Ordnung, war ganz normal. Und der andere Hund hat bis heute, und der wird jetzt, glaube ich, 5, der Cooper, bis heute extreme Probleme mit Geräuschen. Und weil der einfach nicht super sozialisiert wurde. Weil der Start ins Leben für diesen Hund einfach kacke war. Hand aufs Herz. Und ich bin da auf Martins Seite. Das ist kein gutes Umfeld, um einen Welpen zu vermitteln und zu groß zu ziehen und dann zu vermitteln. Also egal, ob das zur Zajag ist, eine Welpenfarm in Benelux oder es sich Tierschutzverein nennt und dass da so eine Art Durchlauf und Durchgangsverkehr ist. Das ist nicht gut. Ständig Reizen ausgesetzt sein ist unfassbar schädlich für die Entwicklung. Hier bin ich also auf Martins Seite, muss ich ganz ehrlich so sagen. Wir müssen es aber auch neutral betrachten und beleuchten und fragen, was ist denn das Problem? Was ist denn das Problem? Wir haben gerade gesagt, es gibt eine Möglichkeit. Wir Menschen unterstützen das nicht mehr. Das ist das, was Martin versucht hat, mit seinem Post zu erreichen. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit. Warum? Warum um Himmels Willen ist es in Deutschland immer noch in der Theorie erlaubt, Hunde, Welpen und Katzenwelpen und Tiere, die wirklich ganz bewusst einer sozialen Struktur unterliegen, so zu verkaufen? Warum? Das ist unfassbar, unfassbar 1970. Das braucht's nicht mehr. Wir sind doch so modern. Wir haben ein so modernes Tierschutzgesetz. Wir haben schon ein modernes Tierschutzgesetz. Aber warum steht das nicht da drin? Egal wie hoch die Anforderungen sind. Sorry, das braucht kein Mensch. Da muss man sagen, das ist keine Ware. Das ist ein Lebewesen. Und das beginnt eigentlich schon beim Zierfisch und hört nicht erst beim Hund auf. Denn bei Zoo Zajag gibt's noch ganz andere Sachen. Vom Nasenbär bis zum Faultier, das da lebt. Papageien, Reptilien, Krokodile. Da gibt's alles. Und eigentlich, ist schon die Spinne, die eigentlich in so einer Regalhaltung 1000 Spinnen oder 1000 Schlangen da leben, das ist doch nicht geil. Oder die Königspython oder Anaconda, die da wie im Zoo ausgestellt ist, in der Hoffnung, dass sie irgendwer verkauft. Das ist nicht in Ordnung. Das ist der zweite Punkt. Der Gesetzgeber müsste eigentlich sagen, Leute, wir müssen was tun. Ey, wir kümmern uns in so vielen Bereichen um die Welt, um die Umwelt, um das Klima. Ja, wir können uns aber nicht nur um die Flora kümmern, auch die Fauna ist wichtig. Wir müssen für Tiere was tun. Wir wissen, dass die Polkappen schmelzen und es immer weniger Eisbären gibt und tun da was gegen. Und hier werden Hunde wie Bonbons verkauft. Das ist der zweite Punkt. Wir müssen es machen oder der Gesetzgeber muss es machen. Und der Gesetzgeber wird es erst machen, wenn wir auf die Straßen gehen und was sagen oder eben dieses nicht mehr unterstützen. Ich bin da auf Martins Seite. Und jetzt kommt etwas, das ich in einem... Ich habe diese Formulierung in mehreren Quellen gefunden. Ihr könnt sie unten euch raussuchen. In irgendeiner der ganzen vielen Quellen steht's drin. Das große Problem, oder anders, das Problem hat sich durch Corona noch verschärft. Denn das große Problem ist, dass Zoo Zajag erstmal nur ein Geschäftsmann ist. Oder Norbert Zajag. Das kann man ihm nicht übel halten. Der macht das ja nicht aus Jux und Dollerei. Der hat 200 Angestellte oder so. Ja, und der setzt eine Menge Geld um, aber das ist halt auch ein fließender Posten. Das muss ja auch irgendwo hin und die Leute müssen leben können und Tierarzt und Tierarztpraxis, das kostet alles Geld. Und so eine Praxis da aufzubauen, da bist du 6-stellig mit einer hohen Summe dabei. Aber in einer der Quellen steht halt drin, dass er im Moment das Geschäft seines Lebens macht. Und das ist das Traurige. Zu Corona haben sich viele Menschen einen Hund angeschafft. Auch dazu haben wir mal ein Video gemacht, welche Auswirkungen Corona jetzt auch für uns Hundetrainer und Hundeschulen hat. Und man darf das nicht verteufeln. Für viele ist das jetzt ein toller Zeitpunkt, sich einen Hund anzuschaffen. Möchte ich überhaupt nichts zu sagen. Aber für diejenigen, die Geld verdienen wollen und denen das Wohl der Tiere eben nicht so wichtig ist, ist das jetzt eben auch ein guter Zeitpunkt, Geld zu verdienen. In dem einen Video steht Norbert Zajag vor seinem
vor seinen Dingerns und erklärt da, ne, mit den Shih Tzu-Welpen. Da kosten die 799 Euro. Der gleiche Welpe kostet jetzt 2000 Euro. Und das sagt er sogar offiziell und öffentlich in Beiträgen und Talkshows. Oder wenn er interviewt wird. Das sagt er. Ja, jetzt kostet er halt 2000. Und das ist das Geschäft seines Lebens. Und in manche Quellen sprechen sogar davon, dass er weitere paar hunderttausend Euro investiert hat, um die Quarantänestation zu erweitern, damit er mehr Hunde aufnehmen kann, mehr Hunde in Quarantäne packen kann, um wieder mehr Hunde zu verkaufen. Und sorry, da geht's nicht mehr um das Wohl des Tieres. Und da müssen wir was gegen tun. Also, wie ihr festgestellt habt, ich bin im Team Martin. Aber es ist nicht ganz alles so oberflächlich, wie viele das jetzt gedacht haben. Das ist ein sehr, sehr langes Video geworden und wir haben jetzt viele Fakten und viele Bereiche beleuchtet. Und ich möchte auch nicht, dass wir jetzt hingehen und Norbert Zajac stellvertretend für eine ganze Branche irgendwie abwatschen. Weil der Mann macht auch vieles deutlich besser als einige der Züchter, die ich kennengelernt habe. Ich habe viele, viele Züchter kennengelernt und da gibt's ganz, ganz, ganz schlimme Sachen. Es gibt noch viel, viel Schlimmeres. Aber das ist halt ein Punkt, da muss man was tun. Da muss reagiert werden. Da muss man sagen, sorry, aber schön, dass du einen Hund haben willst. Aber das ist nicht der richtige Weg. Nicht für den Hund, nicht für den Geschäftsmann, nicht für die Familie, die den Hund haben will. Ich bin im Team Martin. Ich bin auch der Meinung, ihr solltet euch euren Hund nicht in solchen Etablissements kaufen. Aber, und das ist jetzt nochmal ganz wichtig, um das abschließend zu sagen, der letzte Satz, da geht es nicht um den einen spezifischen Laden, sondern es geht darum, wie die Hunde aufwachsen. Die sollten nicht zu wenig Reize haben, aber auch nicht den ganzen Tag wie auf Guantanamo Reizen ausgesetzt sein. Das ist eine Art von Folter. Und das kann richtig, richtig, richtig scheiße laufen. Und das kann richtig große psychische und körperliche Probleme mit sich bringen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass ihr bei einem normalen, vernünftigen Züchter, der euch eure Unterlagen mitgibt, der euch begutachtet, der sich Zeit lässt, der Gesundheitsdaten von den Hunden hat, euch mitgeben kann. Oder aber bei einem seriösen Tierschutzverein und einem seriösen Tierheim deutlich besser aufgehoben seid. Zum Schluss, es gibt natürlich auch bei Züchtern, Tierheimen und Tierschutzvereinen schwarze Schafe, ganz, ganz, ganz viele. Ich habe gerade wieder mit einem zu tun, weil die Hunde einfach nur so vermitteln und nicht nachdenken. Keine Frage, das ist nicht falsch verstehen, das ist keine Schelte einer gewissen Sparte, das ist eine Schelte einer gewissen Praxis. Wenn es nur noch ums Geld verdienen geht und nicht um das Tier, dann müssen wir reagieren. Achtet darauf, dass ihr bei den Züchtern, Tierheimen und Tierschutzvereinen entsprechende Informationen bekommt. Auch dazu haben wir euch mal Videos gemacht, woran ihr da einen seriösen oder guten Kontakt, also Züchter, Tierheim, Tierschutzverein, erkennen könnt. Das Gleiche gilt auch für Tierbedarfshandel. Das war meine Meinung zu dem Thema. Ich hoffe, das kommt jetzt in die Medien. Ich hoffe, jetzt wird mal darauf aufmerksam gemacht, dass es den Tieren, den Hunden da auf jeden Fall nicht gut geht. Das war's von mir. Ich bin raus. Tschüss.